BTC-technische Analyse, deutsche Version. Ich möchte über Tyler Jenks von Lucid Investment und seine Hyperwave-Analyse sprechen. Um es kurz zu machen, er glaubt, dass Bitcoin in einer aufsteigenden Trendlinie der Phase 3 ist. Aber die Trendlinie wird heute Nacht gebrochen, wenn die wöchentliche Kerze von BTC unter 8000 96 USD schließt. Warum rede ich darüber? Weil es die beste Chance in Bezug von der technischen Analyse des BTC ist, dass BTC nicht abstürzt, tiefer geht. Und ich habe schlechte Neuigkeiten. Je näher wir an den kritischen Moment kommen, wo die Unterstützungslinie ungültig wird, desto weniger glaube ich, dass diese halten wird. Ist dies nicht der Fall, befinden wir uns in einer Hyperwave Phase 2. Diese Unterstützungslinie liegt ungefähr bei 4K. Das heißt, wenn die Unterstützungslinie 3 bricht, waren wir die ganze Zeit in einer Phase 2 einer Hyperwave und traten nie in eine Phase 3 Hyperwave-Trendlinie ein. Um euch das kurz zu erklären, es gibt zwei Trendlinien bei der Hyperwave. Die Nummer 2 steigt leicht und die Nummer 3 steigt viel mehr. Nachdem wir bis zu 20.000 hochgingen mit dem BTC-Kurs, Bitcoin-Kurs, Bitcoin-Preis, bis zu 20.000 glaubten wir, dass wir in eine Phase 3 eingetreten sind, dass wir in eine Phase 3 eingetreten sind. Doch heute Abend, wenn diese Trendlinie bricht, und alles deutet darauf hin, heißt, dass diese Trendlinie nie existierte und wir immer noch in einer Phase 2 Trendlinie sind. Die Phase 2 Trendlinie des Hyperwaves ist heute, sie steigt andauernd, aber die ist heute ungefähr bei 4K. Jede Unterstützung höher von 4K, die nächste Hyperwave Trendlinie Nummer 2, scheint mir schwach. Natürlich können wir reversieren, bevor wir 4K treffen, aber nichts deutet darauf hin, dass wir es tun werden. Wenn Sie ein Händler, ein Trader sind, sollten Sie in Cash Bargeld sein oder BTC shorten. Besonders wenn wir unter 8.096 USD am Ende des Tages sind. Diesen Sonntag, 18. März 2018. Wenn Sie ein Holder sind, müssen Sie steuerfrei sein und 6 Monate bis 2 Jahre haben, bis zur neuen Allzeithochs, bis wir zur neuen Allzeithochs zurückkommen. Nehmen wir an, thank you.
Ha ha ha!